In dieser Folge aus Gifhorn. Wir zeigen Ihnen die Sehenswürdigkeiten der Stadt. Unter anderem mit dabei das Zickendenkmal, das Schloss Gifhorn, der Glockenpalast, das Mühlenmuseum und der Bernsteinsee bei Sassenburg. Herzlich willkommen zur 56. Folge von Unterwegs in Niedersachsen. In dieser Folge befinden wir uns in der Mühlenstadt Gifhorn. Neben dem Mühlenmuseum gibt es in der etwa 42.000 Einwohner großen Stadt natürlich noch viel mehr zu entdecken. In unserem ersten Beitrag zeigen wir nun einige Eindrücke aus Gifhorn. Gifhorn liegt mit seinen etwa 41.000 Einwohnern im gleichnamigen Landkreis im Osten von Niedersachsen. Die Stadt befindet sich am Kreuzungspunkt der Bundesstraßen B4 und B188 am Rande der Lüneburger Heide. Bekannt ist Gifhorn unter anderem für das dort ansässige Mühlenmuseum, von dem wir später noch einiges zeigen werden. Die Innenstadt von Gifhorn ist geprägt durch die historische Altstadt. Ganz im alten Stil sind an den sehenswerten Bauten keine Informationsschilder aus Plastik angebracht worden, sondern aus Stein. Eine solche Beschriftung sieht man heute noch selten. So gibt es in der Innenstadt viele Bauwerke zu bewundern. Aber nicht nur die Bauwerke sind interessant. Hier zu sehen ist nun das Zickendenkmal. Die Bewohner umliegender Gemeinden bezeichneten damals Gifhorn abfällig als Zickenstadt. Eine Ziege, quasi als Kuh des kleinen Mannes, konnte sich damals fast jeder leisten, sodass in Gifhorn die Ziegenpopulation stärker war als in den umliegenden Gemeinden. Die Gifhorner Stadtwerbung münzte den Ausdruck in einen positiven Begriff und nutzte ihn einige Jahre für die Tourismuswerbung. Allerdings musste die Werbung einige Zeit später dem Begriff Mühlenstadt weichen. Hier zu sehen ist nun das Schloss Gifhorn. Das Schloss ist das bedeutendste Bauwerk Gifhorns. Es ist im Stil der Weserrenaissance erbaut und weist eine bis heute genutzte Schlosskapelle auf. Im Schloss ist das Kreisheimatmuseum mit den Abteilungen Jäger und Bauern, Adel und Landvolk, Handwerker und Kaufleute, Tier und Landschaft untergebracht. Im Schlosshof und im Schlosspark am Schlosssee finden jährlich Festspiele und Märkte statt. Im international bekannten Mühlenmuseum befinden sich zahlreiche Mühlen der unterschiedlichsten Art, auch aus dem Ausland. Sie sind hierher versetzt und restauriert oder originalgetreu nachgebaut worden.
Auch sehr sehenswert ist der Glockenpalast. Im September 1996 legte Michail Gorbatschow den Grundstein des Gebäudekomplexes und übernahm die Schirmherrschaft. Das Bauwerk mit einem Innenhof ist quadratisch angeordnet und verfügt über 3 Stockwerke. Seine Türme, Kuppeln und die umlaufende Galerie mit Schnitzereien und Verzierungen stehen in der Tradition der russischen Holzbaukunst. Mit der Eröffnung am 8. Mai 2013 firmiert der Glockenpalast als europäisches Kunsthandwerkerinstitut, in dem Künstler aus Osteuropa in 8 Ateliers arbeiten können. Für Besucher, die das Gebäude besichtigen oder den Künstlern bei ihrer Arbeit zuschauen wollen, wird Eintritt erhoben. Auch diverse Ausflugsmöglichkeiten gibt es rund um Gifhorn. Hier ist beispielsweise der Bernsteinsee zu sehen. Der Bernsteinsee befindet sich in Sassenburg, etwa 15 Kilometer von Gifhorn entfernt. Der See entstand 1971 beim Bau des Elbe-Seitenkanals als Baggersee und wurde später als Badesee umgewandelt. Bei den Baggerarbeiten wurde Bernstein gefunden, der dem See heute den Namen gibt. Rund um den See gibt es ein großes Feriengebiet, welches mit einigen Attraktionen aufwartet. Zum Schluss möchten wir in Gifhorn noch den historischen Wasserturm erwähnen. Er wurde 1910 erbaut und lief bis 1973. Heute befindet sich in der Kuppel ein Panoramacafé, welches jedem Interessierten zugänglich ist. Natürlich nimmt das Mühlenmuseum in Gifhorn einen besonderen und großen Stellenwert ein. In unserem zweiten Beitrag werden wir das Museum einmal etwas näher erkunden und natürlich auch einiges darüber erzählen. Das internationale Wind- und Wassermühlenmuseum im niedersächsischen Gifhorn ist mit seinen Mühlen eine europaweit einzigartige Einrichtung. Auf dem rund 16 Hektar großen Freigelände des Museums befinden sich derzeit 16 originale und originalgetreu nachgebaute Mühlen aus 12 verschiedenen Ländern, die in ihre herkunftstypische Landschaftsumgebung eingebettet sind. Auf dem gesamten Gelände sind auch historische Gegenstände des Mühlen- und Müllereiwesens ausgestellt. Der Rundgang beginnt in der 800 Quadratmeter großen Ausstellungshalle. Sie beherbergt Utensilien aus dem Mühlen- und Müllereiwesen. Außerdem befinden sich darin 49 Wind- und Wassermühlen-Miniaturmodelle. Hier zu sehen ist nun eine ungarische Donauschiffsmühle. Bei diesem Mühlentyp war der Betreiber Müller und Kapitän zugleich. Er konnte sich die beste Strömung im Fluss aussuchen. Dies hatte aber eine Behinderung des Schiffsverkehrs zur Folge, sodass im 19. Jahrhundert Vorschriften dazu erlassen wurden. Die deutsche Bockwindmühle Victoria stammt aus dem nahegelegenen Ort Oslos und ist somit als Einheimische zu bezeichnen. 1882 stellte sie dort ein Müller auf, der die Mühle im Kreis Neuhaldensleben erworben hatte. Als Baujahr ist die Jahreszahl 1816 an der Mühle vermerkt. Seit 1984 steht auf dem Dorfplatz des Museumsgeländes eine Mühle, die ein Abbild der historischen Mühle neben dem Schloss Sanssouci in Potsdam darstellt. Berühmt geworden ist die Mühle nahe der Königsresidenz durch die Legende, dass ihr Klappern Friedrich den Großen störte. Bei der 27 Meter hohen Stabkirche mit 8 vergoldeten Kuppeln auf dem Museumsgelände handelt es sich um einen Nachbau der russisch-orthodoxen Holzkirche, die dem heiligen Nikolaus gewidmet ist.
Der Moskauer Patriarch Alexei II., Oberhaupt von 100 Millionen russisch-orthodoxen Christen, weihte sie 1995. In der Kirche ist eine Ausstellung mit liturgischen Gegenständen aus der Manufaktur des Moskauer Patriarch zu sehen. Die Innenbesichtigung des mit Ikonenmalereien verzierten und kathedralenähnlichen Bauwerks kostet jedoch zusätzlichen Eintritt. Ein Besuch des Mühlenmuseums lohnt sich auf jeden Fall. Hunde sind im Museum erlaubt, müssen aber an der Leine geführt werden. In Gifhorn gibt es selbstverständlich noch viel mehr zu sehen. Ein Blick auf unsere neue Homepage lohnt sich, denn hier kann man noch viel mehr Sehenswertes finden. Wenn Ihre Sehenswürdigkeit oder Ihr Ausflugsziel noch nicht dabei ist, dann melden Sie sich und wir setzen uns direkt mit Ihnen in Verbindung, um die Details zu klären. In unserer nächsten Folge, Folge 57, besuchen wir die Kleinstadt Gronau an der Leine. Bis zum nächsten Mal bei Unterwegs in Niedersachsen.